Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal wieder von den Minions ein Viererpaket aufmachen. Und heute wollen wir mal gucken, was drin ist. Gut, machen wir erstmal das Paket auf und kümmern uns erstmal um die beiden unteren, um die Spielsachen. So, das ist Ei Nummer 1. Und da haben wir ja aus der Cartoons Natoons Serie. Da haben wir jetzt eine neue Serie mit den Tieren hier. Was hat das mit der Lupe auf sich? Ach ja. Das soll darstellen, dass der ja so ein Plüsch Überzug hat. Ich mache den jetzt mal auf. Ja, wenn ich ihn dann aufkriege. So, und so sieht der Löwe dann aus. Der hat dann hier wirklich so ein ja, Plüsch. Gut, Spielzeug Nummer 1. Machen wir jetzt Spielzeug Nummer 2 auf. Das klappert ein bisschen, hat also mehrere Teile. Ah ja, und das ist. Was ist das? Ja, das ist von Sprinty. Auch wieder eine neue Serie. Das sind so. Ja. Schneemobilteile. Ja, hat so einen Aufzugmotor. So. Ja, oder naja, nicht ganz ein Aufzugsmotor, aber so ein so, einmal. So, zack. Da ist so eine Art Schwungrad drin. Das ist dann ein bisschen Pferd. Ja, stark. Gut, kümmern wir uns aber jetzt um Ei Nummer 3 und somit die erste Figur. Oh, die klappert ein wenig. Da bin ich mal gespannt. Ja, das ist hier der Piraten-Minion. Wo ist er? Hier ist er. Da ist er. Der Schatzminion. Gut. Der ist auch schnell aufgebaut. Zack.
So sieht er aus. Hat denn hier zum Angeln noch seine Taler, seine Diamanten und seine Schatzkiste. Zack. Die kann er dann angeln. Gut. Kommen wir zu Ei Nummer 4 und somit zur Figur Nummer 2. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da wieder einer drin ist, den ich schon habe. Und es ist hier wohl der Graf Minion. Ja, der soll auch im Dunkeln leuchten. Ja. Und wieder. Ja, ein Minion, den ich schon habe. Wie gesagt, zwei Stück fehlen mir noch. Bin mal gespannt, ob ich die noch zusammen kriege oder nicht. Wir werden es sehen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn seht ihr jetzt gleich die Figuren in Nahaufsicht.